Jo Leute, und damit willkommen mal wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Davor kurze Info, wir sehen auch schon, es gibt heute neues Update 18.20 um 10 Uhr. Ich weiß noch nicht, was reinkommt. Ich bin mal gespannt. Vielleicht auch so Halloween-Sachen werden wir dann sehen. Ich gehe jetzt auf den Shop drauf, denn der ist gleich auch schon da. Knappe 5 Sekunden noch. Und dann mal schauen. 3, 2, 1 und... Okay, ich sehe noch nichts Besonderes hier oben. Die weiteren vorgestellten Sachen, tägliche Sachen, auch glaube ich noch nichts Besonderes. Und hier die The Walking Dead Sachen und die ganzen Halloween Sachen, also Gutschuppe noch am Start. Alles gleich geblieben, soweit ich weiß. Okay, also bis jetzt sieht das echt noch nicht krass aus. Hey Now ist auf jeden Fall nicht neu. Das gibt es ja auch schon seit letzter Season. Ist auch noch mal am Start. Cooler ikonenreiher Tanz. Dann gibt es noch ein Metallmaskenpaket, was auch öfter am Start ist. Die Sadie, der Eisenfatze und die Hacke hier. Und dann gab es auch noch Aufgaben. Ich glaube für weitere Stile. Das sieht dann hier so aus. Bei der Sadie und so beim Eisenfatze. Ja, kann man machen. Ist wie gesagt nichts Besonderes. Sehr, sehr oft am Start. Celeste auch relativ oft am Start mit dem Rückenteil und der Hacke. Ich würde auch sagen, ich gucke direkt mal, wie lange es her ist. Und ja, alles ist einen Monat her, also nichts Besonderes hier. Und auch darunter die Sachen, kann man sagen, ist alles nach einem Monat zurück. Die Adeline nochmal am Start mit dem Rückenteil. Dann gibt es hier die Propellerstäbe und auch noch diesen Gleiter, alles so im grün-schwarzen Look. Fischstäbchen auch nochmal am Start nach einem Monat. Oft am Start, auch hier nochmal in den weiteren Stilen und mit dem Rückenteil hier. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum die Skins immer falsch angezeigt werden. Also wenn ich hier drauf gehe, dann ist der manchmal umgedreht. Das nervt irgendwie total. Ansonsten gibt es hier auf jeden Fall noch die fliegenden Korallen. Und noch die Hacke. Sowie drei Lackierungen. Auch nochmal am Start nach einem Monat. Dann bei den täglichen Sachen Cloaked Shadow auch einen Monat her. Hier schon wieder umgedreht. Ich verstehe das irgendwie nicht. So sieht der Skin aus mit dem Rückenteil hier. So ein bisschen animiert. Wie gesagt, einen Monat her, genau wie die Tigresse auch einen Monat her ist. Noch mit dem Rückenteil hier. Und dann geht es einmal Macarena. Ebenfalls einen Monat her. Ikonentanz. Ist noch ganz nice. Und dann geht es noch Wahres Herz. Auch einen Monat her. Sehr, sehr alt. Dann geht es noch Stierhörner. Ist 2 Monate her. Und Holoscan ist 3 Monate her. Auch schon ältere Lackierung. Und das war es eigentlich auch schon, also heute nichts Besonderes. Ich denke mal, vielleicht beim neuen Update wird was Neues reinkommen in den Shop, werden wir sehen. Ich bin echt gespannt, was passieren wird. Es kann schon sein, dass hier irgendwelche Halloween-Aufgaben oder so kommen. Ich bin mal gespannt.